Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Akademie für Lebenskunst und Gesundheit mit dem Arzt und Physiker Andreas Diemer. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, lieber Andreas, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Du bist ja Arzt und Physiker, ja, und damit würde ich mal sagen, doppelt prädestiniert, Stellung zu beziehen, was die wissenschaftliche Genauigkeit und die gesundheitlichen Auswirkungen der Argumente und Maßnahmen gegen Corona angeht. Ja. So, und neben deiner Arbeit in deiner Akademie Lebenskunst und Gesundheit engagierst du dich auch ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Zusammenschlüssen. Ja? Ja. Besonders bei den Medizinern und Wissenschaftlern für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Genau. Wie kam es denn dazu? Ich bin da eingeladen worden, glücklicherweise. Man hat eine Person gesucht, die eben genau diese Doppelfunktion erfüllen kann, die einerseits medizinisch bewandert ist, und das bin ich einigermaßen, ich mache das seit 40 Jahren jetzt. Okay. Und meine Vorerfahrung als Physiker, ich war ja 2 Jahre in einem Forschungszentrum, die hat mich da geschult, genau hinzuschauen, wenn es darum geht, ob sauber gearbeitet wird. Also ob Studien sauber gemacht sind. Ich habe das übers Impfen x-mal dokumentiert und veröffentlicht, dass da ganz viel Unsauberes gibt. Ja. Darf ich ganz kurz fragen, wo das war, die 2 Jahre? Im Kernforschungszentrum in Karlsruhe. Okay. Das hieß damals noch nicht KIT, sondern hieß Kernforschungszentrum. Okay. Ja. Und da habe ich viel übers Impfen schon gesprochen, weil beim Impfen vieles schief läuft, habe ich immer noch den Eindruck, und jetzt ganz aktuell beim Thema Covid-Impfung natürlich ganz besonders, da komme ich noch drauf. Und auch bei anderen Themen, also wenn es darum geht, sind die schulmedizinischen Verfahren überhaupt wissenschaftlich legitimiert oder inwieweit spielen da auch finanzielle Interessen rein und so weiter. Absolut. Ich habe da einfach einen scharfen Blick mir erarbeitet im Laufe der Jahre. Das ist spannend, ja. Die Corona-Krise, also die sogenannte Corona-Krise, wie man sie bezeichnet, hat die Welt ja momentan ziemlich fest im Griff. Ja, und die Diskussion über die medizinischen Aspekte wird sehr kontrovers geführt und es wird auch immer extremer in letzter Zeit. Ja. Wie würdest du das erklären? Also warum denkst du, gehen die Meinungen da so auseinander? Also ganz klar bin ich mir da selber auch nicht. Also dass die Diskussion kontrovers ist, das bin ich gewöhnt. Ich habe ja auch viele Naturheilverfahren gemacht, im Kontrast zu den schulmedizinischen Verfahren. Mhm. Also dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, das war schon immer so. Aber jetzt speziell bei Corona wird die Diskussion sehr kontrovers geführt, beziehungsweise das ist ja noch euphemistisch, das ist ja noch wohl formuliert. Eigentlich wird sie überhaupt nicht geführt. Und das finde ich noch viel schlimmer. Es sind eher so 2 Parteien, ne? Es sind die sehr komplett ganz genau auseinandergehen. Es sind 2 Parteien, die nicht mehr zusammenfinden. Mhm. Und ich beobachte immer wieder, dass die Seite derer, die das Ganze kritisch sehen oder kritische Ergänzungen machen würden, gerne hochdekorierte Professoren und gute Leute, die gute Arbeit machen, ja, dass die geschnitten werden, dass die nicht angehört werden, dass die gelöscht werden, auf YouTube zensiert, Facebook-Accounts werden gelöscht, dann die Demonstrationen werden abgesagt aus fadenscheinigen Gründen und so weiter. Ja. Und das macht mich sehr traurig und es macht mich auch stutzig. Also da muss ich ja dann den Verdacht hegen, dass es gar nicht darum geht, einen medizinischen Konsens zu finden. Weil den könnte man nämlich absolut vielleicht finden, sondern dass die andere Seite da irgendwas im Schilde hegt, irgendein System dahinter oder irgendein Ziel, ein wahrscheinlich finanzieller Art letzten Endes. Immer wenn man es nicht versteht, ist es meistens finanzielles Interesse dahinter. Mhm. Ja. Also ich mag das sogar beinahe Verschwörung nennen, die ich erlebe oder der ich auf der Spur bin. Von daher bin ich vielleicht wirklich ein Verschwörungstheoretiker. Das empfinde ich jetzt in dem Zusammenhang für mich gar nicht als Schimpfwort, weil ich einer Verschwörung vielleicht auf der Spur bin. Du sagst, es findet keine Kommunikation mehr statt zwischen den Parteien. Ja. Ja.
Was fehlt denn deiner Meinung nach in der Diskussion quasi, was auch die medizinischen Möglichkeiten betrifft in der Bekämpfung von Covid? Also was bisher völlig außer Acht gelassen worden ist, ist die Tatsache, dass wir ja eigentlich ein Immunsystem haben, was uns hilft. Und was wir einsetzen könnten und was wir pflegen müssten und was wir nicht schädigen dürften. Diese Worte Immunsystem habe ich immer nur im Zusammenhang mit dem PCR-Test oder so gehört, aber nie im Zusammenhang damit, dass wir ein Infektabwehrsystem haben, was uns hilft. Selbstheilungskräfte, absolut. Das funktioniert hervorragend. Die Tiere brauchen ja in der Regel auch keine Antibiotika oder keine... Die machen das aus eigener Kraft und die spüren, was sie brauchen. Und dann fressen sie bestimmte Blätter, weil sie wissen, die helfen ihnen und so weiter. Und die Menschen haben ein Immunsystem, die treiben aber oft Schindluder mit ihrem Immunsystem. Ja? Die schädigen die Immunkräfte. Wie erklärst du dir das? Also warum denkst du, es liegt daran, dass die Menschen es vielleicht gar nicht wissen, wie wichtig ihr Immunsystem ist? Ja. Da fehlt die Information. Wir haben ja schon in der Schule kein Fach Gesundheit. Ja. Das fehlt ja komplett. Und das, was wir transportiert bekommen über die Medien, dient hauptsächlich dem Umsatz derer, die das schreiben. Also, und mit der Pflege des eigenen Immunsystems kannst du ja nicht viel Geld verdienen. Ja? Mhm. Und die Schädigung des eigenen Immunsystems, das geschieht leider, weil die Menschen die Kraft nicht haben, das sein zu lassen. Das ist so eine selbstzerstörerische Art, die wir alle irgendwie in uns haben, warum auch immer. Da wird geraucht, da wird gesoffen, da wird ungesund gegessen. Verrückt. Die Leute sitzen Tag und Nacht, anstatt rauszugehen. Ich kann es gar nicht genau beantworten. Bekannt ist es ja alles. Aber das müsste eigentlich die öffentliche Gesundheitsfürsorge auch mal in die Hand nehmen und thematisieren. Macht sie aber nicht. Dann wären die Menschen ja unabhängig. Also dann wären die Menschen ja quasi komplett autark. Ja, und das ist vielleicht nicht gewünscht. Das ist absolut. Ja. Ne? Und dann, man kann nichts mehr an ihnen verdienen. Richtig. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja. Es geht leider immer wieder ums Geld. Unser Medizinsystem ist auch ein Geldsystem schon lange. Und das macht es nicht besser. Okay. Ich habe noch ein paar weitere Fragen. Ich würde gerne mal weitermachen. Genau, und zwar in diese ganze medizinische Diskussion mischt sich ja auch zunehmend ein Gefühl der Ohnmacht, Sorge, wie es weitergehen wird, auch politisch und gesellschaftlich gesehen und vor allem wirtschaftlich. Kannst du das präzisieren, was da gerade passiert? Also ich kann es zunächst mal bestätigen, weil es mir genauso geht. Also ich bin auch in Sorge und mir geht es nicht wirklich gut. Ich hätte natürlich viel lieber, wenn klar ist, wann dieser Spuck zu Ende wann ist. Wann das vorbei ist. Ja, quasi wann wir wieder reisen dürfen oder wann wir wieder ins Restaurant dürfen, Sport machen dürfen und so weiter, Verwandte besuchen. Ja. Das nervt. Und dann dieses mulmige Gefühl, dass da irgendjemand mich manipuliert und ich kriege das gar nicht richtig mit und ich kriege das gar nicht in den Griff und ich kann gar nicht so arg viel dagegen tun. Das ist eigentlich das, was mich wirklich bedrückt. Mhm. Vielleicht kann man doch was tun. Ich komme dann nachher Ich wollte gerade darauf eingehen, ja. Okay, und jetzt die Frage, die sich, glaube ich, auch gar nicht, da kommen wir nicht drum rum. Was passiert momentan, in deiner Meinung nach, mit unserer Demokratie? Was hat es für einen Einfluss, also was passiert mit der Demokratie? Ich habe den Eindruck, dass unsere Demokratie schwächer geworden ist in den letzten Monaten. Zum Teil unter dem Vorwand, man müsse Grundrechte einschränken, damit man mit der Pandemie fertig wird. Diese Vorwände sind mir aber zum Teil nicht schlüssig und nicht zulässig, weil zum Teil Einschränkungen vorgenommen werden aufgrund von Erkenntnissen, die gar nicht stimmen. Also zum Beispiel die ganzen Infektionszahlen. Was hat es damit auf sich? Die Infektionszahlen werden generiert aus der Anzahl von positiven Rachenabstrich-Tests. Das ist aber
längst bekannt, aber wird nicht übernommen von der Regierung und von den Verordnungsgebern, dass dieser Test dafür überhaupt nicht zugelassen ist. Der Test ist nicht zugelassen dafür, aus einem positiven Testergebnis eine Infektion zu bestimmen oder abzuleiten. Der Test ist nur dafür zugelassen, wenn jemand schon Symptome hat, dann den Test zu machen, um zu schauen, ist es vielleicht Corona oder ist es vielleicht die Grippe oder ist es vielleicht ein Epstein-Barr-Virus oder sonst was. Also da ist, da ist es schon faul. Und weil das so ist, dann kommen ganz viele positive Tests raus von Menschen, die mit Corona überhaupt nichts zu tun haben. Das ist ja komplett willkürlich dann. Das ist komplett willkürlich. Okay. Und so haben wir viele sogenannte falsch positive Testergebnisse und damit schießen die Fallzahlen nach oben. Wir haben gar keine Fallzahlen. Aber es ist ja absolut also es hat ja überhaupt gar keine Substanz in dem Fall. So ist es. Warum wissen das so wenige? Warum berichten die Medien nicht darüber beispielsweise? Ja, das ist nochmal ein Punkt, den ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, warum die Medien so einseitig geworden sind. Das ist schon sehr auffällig. Ne? Noch viel einseitiger, ja. Und die Zahlen sind nicht brauchbar. Da wird zum Beispiel berichtet über symptomfrei Erkrankte. Ja, wie will man denn das wissen, wenn der Test gar nicht dafür zugelassen ist, einen symptomfreien zu testen? Zu testen. Es dürfen nur die getestet werden, die schon Symptome haben. Also es ist ein Widerspruch in sich. Ja. Okay. Das ist, das klingt alles sehr, als ob da auf jeden Fall was gewaltig falsch läuft. Du kannst das Wort Verschwörung ruhig in den Mund nehmen, ja. Ja, also irgendwie ist also, faul, ja. Irgendwas ist faul. Da stellt sich doch aber auch die Frage jetzt ganz konkret, macht es überhaupt noch Sinn, zur Wahl zu gehen momentan? Puh, ja. Was denkst du? Ich glaube schon. Ich diskutiere das natürlich oft, auch mit meiner Frau in meinem Bekanntenkreis. Die etablierten Parteien werden immer farbloser, finde ich, und nähern sich immer mehr einem Einheitsbrei an. Auch die ehemals Grünen und Linken, und wo man gedacht hat, Mensch, ja da, die kümmern sich noch um den. Nichts mehr. Sind alle doch relativ alle, einer Meinung. Ne? Alle bei der Linie, auf Linie. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Es gibt jetzt eine Reihe von neuen Parteigründungen, die aber vielleicht einfach noch zu klein sind, um sofort jetzt wirksam zu werden. Die müssten sich zusammenschließen zu einer Wählerliste oder zu einer Parteienliste vor der nächsten Bundestagswahl. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Kandidaten unabhängig von den Parteien aufstellen lassen. Direktkandidaten nennt man das. Die müssen dann, glaube ich, 70.000 Unterschriften sammeln in ihrem Wahlkreis und dann dürfen die kandidieren, ohne eine Partei. Okay, also um auf deine Frage zurückzukommen, lohnt sich es überhaupt noch zu wählen? Also ich gebe nur sehr ungern meine Möglichkeit zu wählen aus der Hand. Denn das ist so ein elementares demokratisches Recht, was ich einfach, auch wenn es schwer geworden ist, wahrnehmen möchte. Und selbst wenn ich nur die Wahl habe zwischen mehreren schlechten Optionen, dann überlege ich mir, welches das kleinste Übel ist. Aber wählen ist immer noch besser als nicht wählen, ist meine Meinung. Kann ich bestätigen, ja. Okay. Bist du denn im Großen und Ganzen gesehen optimistisch auch ein bisschen? Also denkst du, dass sich das, was sich gerade abspielt, irgendwie aufhalten lässt oder irgendwie in eine positive Richtung lenken lässt? Vielleicht durch Menschen wie dich, beispielsweise. Danke für die Ehrung. Ist eine Gewissensfrage. Mhm. Einerseits bin ich auch ratlos. Andererseits weiß ich, dass nur mit einer positiven Erwartung und mit einer positiven Einstellung überhaupt was zu erreichen ist. Also ich bin schon hoffnungsvoll, sonst würde ich ja nicht ackern wie ein Verrückter, sage ich mal. Und Stellung beziehen, telefonieren und den Leuten helfen, wenn sie eine Maskenbefreiung oder irgendwas brauchen, stelle ich aber nicht aus, weil ich da Gründe habe dafür. Nein, aber ich engagiere mich stark. Ich bin stark in den Medien präsent und mit Patienten, mit Klienten im Gespräch. Wenn ich
keine Hoffnung hätte, würde ich das nicht machen. Mhm. Aber mir tun die Menschen halt leid. Mir tun vor allen Dingen die Kinder leid. Ja? Okay, ja. Die Kinder, die können ja überhaupt nichts dafür. Die sind überhaupt nicht ansteckend. Die verstehen das alles. Die verstehen es sowieso nicht. Ja. Die kriegen nur Angst und Angst macht wieder krank. Darf ich ganz kurz intervenieren? Ja, Kinder sind nicht ansteckend, hast du gerade gemeint? Kinder sind kaum ansteckend, das ist bekannt. Das ist aber jetzt doch, was ich doch öfters in den Medien gehört habe mehrfach, ist, dass Kinder eben besonders ansteckend sind. Du hörst einfach alles. Das ist einfach komplett nicht real. Also Kinder kriegen erstens kaum Corona-Krankheit und wenn, dann überhaupt ganz harmlos, sodass man es oft überhaupt nicht merkt. Okay. Die liegen halt dann mit ein bisschen Husten und einen Tag Fieber ins Bett und dann ist es durch. Mhm. So wie bei vielen Erwachsenen auch. Aber bei Kindern noch extremer. Die kriegen es fast nicht. Und die sind auch viel geringer ansteckend. Und umso fataler ist es, dass man die eingesperrt hat im März und April. Mhm. Anstatt dass man die rausgeschickt hat zum Toben, weil an der frischen Luft stärkst du ja das Immunsystem. Ja. Also dann hat man ihnen verboten, ihr Immunsystem zu stärken, ihre soziale Kompetenz zu erlernen und zu stärken, denn nur im Austausch mit anderen Kindern lernen die ja sozial kompetent zu werden. Wo sollen sie es denn herkriegen? Also das war ganz fatal. Das stimmt, ja. Und dann auch die, das quasi Lernen, dass andere gefährlich sind, also dass sie sich anstecken könnten von anderen. Ja. Oder auch, dass sie eine gewisse Verantwortung haben. Ja. Da nicht zu nahe zu kommen und so weiter. Ich denke auch, dass es einen sozial gesehen auf jeden Fall einen negativen Einfluss auf diese Kinder hat. Ja? Absolut. Gerade auch auf alte Menschen und so weiter. Ja. Okay. Also ich finde das eine absolute Katastrophe, wenn man einem Kind sagt, du musst jetzt eine Maske tragen, sonst steckst du womöglich die Oma an und die stirbt dann. Und du bist schuld. Und du bist schuld. Mhm. Also so ein Kind ist ja fürs Leben traumatisiert. Das wissen die ganzen Entwicklungspsychologen, die wissen das alle. Mhm. Trotzdem wird dahin in der Richtung gearbeitet. Also ich finde das wirklich fatal. Absolut. Oder auch die kleinen Kinder, die noch nicht sprechen können, die all ihre soziale Kompetenz dadurch erlernen, also durch Spiegelneuronen. Ja? Ganz durch, genau. Durch die Gesichter von anderen Menschen. Und dann schaust du ein Kind an und du weißt, du hast eine Maske auf und das Kind sucht in deinen Augen und absolut. Kann nichts. Und kann nicht lesen. Kann die Mimik nicht lesen. Versteht das nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall ein, okay. Und so passieren viele Dinge, die sehr kontrovers in den Medien berichtet werden. Du hast ja vorhin angeschnitten, was eigentlich mit den Medien los ist. Genau. Ich weiß es selber nicht. Also die Medien sind... in der Praxis schon, ne? In der Praxis schon. Die sind sehr... auf Mainstream getrimmt inzwischen. Das kann ich den Privatsendern nicht verübeln. Die verdienen an denen, die ihnen die Aufträge geben oder die da Geld drin haben in den Sendern als Beteiligung. Und da gibt es ja reiche Leute, die das machen. Manche sogar noch unter dem Deckmäntelchen Stiftung. Namen nenne ich jetzt keinen. Aber es ist bekannt. Mhm. Aber wo sind denn die öffentlich-rechtlichen Sender? Das verstehe ich überhaupt nicht. Die haben ja eigentlich einen öffentlichen Auftrag. Die sollen als vierte Kraft im Staat das kommentieren, was die Regierung und die Verordnungsgeber machen. Und das tun die nicht mehr. Deswegen haben wir ja die Medienfreiheit, falls die denn noch existiert. Ne? Ja. Mhm. Das finde ich auch ganz fatal, dass man eigentlich medial wirklich kämpfen muss, um überhaupt noch gehört und gesehen zu werden, dass man YouTube hochlädt, es wird gelöscht, muss man es nochmal hochladen, wird es wieder gelöscht und dann muss man es auf einen anderen Kanal hochladen, die Keywords ändern, damit es die Robots nicht... Also mir direkt nur einmal, aber andere werden ständig gelöscht. Ja. Ständig, die werden nur gelöscht. Und das, ist keine Meinungsfreiheit mehr. Absolut. Da werden die Grundrechte eingeschränkt. Und zwar massiv. Absolut, ja, es ist auch keine Meinung oder keine Medienfreiheit, wenn alle Medien exakt dasselbe, nur in anderen Worten berichten und keine Diversität mehr in den Medien sichtbar ist. Ja, ja. Das ist dann schon recht auffällig. Ja. Mhm. Also das einzige Social Networking, was zurzeit irgendwie einigermaßen möglich ist, ist ja Telegram.
Die haben einen Server in Russland und nicht in den USA und sind da irgendwie ein bisschen weiter außen vor, dass die nicht sofort, so wie WhatsApp oder wie Google, YouTube, immer das Gleiche, die haben sofort den Daumen drauf und löschen die Sachen. Das ist unglaublich. WhatsApp auch, ja. Moment mal, WhatsApp. Ja, WhatsApp ist auch, ist zumindest nicht so sicher, was die Daten absolut angeht. Absolut, gehört auf jeden Fall zu den ganzen Facebook. Kann abgehört und ausgehört werden und ist dann auch nicht mehr so ganz koscher. Ja. Bist du denn auch auf Telegram aktiv? Also hauptsächlich als Leser. Ja. Ich poste wenig. Das hat jetzt so ein bisschen aber mit meiner Person zu tun. Ich tue mir schwer, ungefragt meine Meinung zu sagen oder in die Welt zu geben, so missionarisch irgendwie. Ich warte lieber, bis ich gefragt werde. Das kann natürlich. Verstehe ich gut. Ja, aber es ist vielleicht auch nicht, ist vielleicht nicht clever. Denn es fragen nicht alle, die trotzdem gern was wissen würden, vielleicht. Aber deswegen machen wir gerade dieses Interview beispielsweise. Genau. Ja? Genau. Und dann kann das angucken, wer will, und dann habe ich diese Freiheit. Ja. Okay. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Also ich würde gerne noch über eine Sache kurz berichten, die ich heute erlebt habe. Erzähl. Ich war eingeladen zu einem Gerichtsverfahren nach Stuttgart, was mein Freund Hans Tolzin erzwungen hat. Hans Tolzin ist seit über 30 Jahren Medizinjournalist, hauptsächlich in Punkt Impfkritik. Der hat es jetzt provoziert, ohne Maske U-Bahn zu fahren, hat ein Bußgeld gekriegt, hat das verweigert, ist deshalb halb komplette Schiene, ist vor Gericht gekommen. Er wollte das so, er wollte, dass das mal diskutiert wird und dass das mal offengelegt wird, was da eigentlich für ein Quatsch ist. Die Maskenpflicht beruht auf überhaupt keiner sachlichen Grundlage, dass die Masken nützen, ist nicht bewiesen, dass die Masken Nachteile haben, wird verschwiegen. Dass die Zahlen nicht stimmen, dass wir gar keine Pandemie haben in dem Sinne, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das möchte er alles offenlegen. Und es ist eigentlich toll, dass er das macht, und er macht sich ja angreifbar. Jetzt ist er heute schon mal zu 200 Euro Strafe verurteilt worden, plus Gerichtskosten. Das Gerichtsverfahren selber war so eigenartig, ich kann das gar nicht schildern. Da ging es nur um Formsachen, dass der eine Antrag nicht formgerecht war und das andere war nicht fristgerecht. Und nur es da ging gar nicht um die Sache an sich, sondern nur um so formelle Widrigkeiten. Die Staatsanwältin hat gesagt, wir haben eine Maskenpflicht, der hat die Maske nicht getragen, der muss bestraft werden. Punkt. Das ist Und aber auch in dem Moment ihr Job wahrscheinlich. Ja, und die sehr junge, unerfahrene Richterin, darf ich glaube ich sagen, weil sie ist sehr jung, die ist dem gefolgt und die hat sogar noch die hat noch so einen gewissen Spaß dran gehabt, dem Hans Tolzin jetzt eins reinzudrücken. Die Staatsanwältin hat 100 Euro gefordert und sie hat es dann auf 200 erhöht. Wow. Medienpräsent irgendwas? War kaum möglich, der Gerichtssaal war zu klein, musste mal 2 Meter Abstand halten, einen größeren Saal hätten sie nicht. Ich habe Medienvertreter gesehen, die draußen rumgesessen sind und gewartet haben, die sind nicht reingekommen. Mich hat man auch eine halbe Stunde lang nicht reingelassen, obwohl ich eigentlich als Sachverständiger, Berater eigentlich angemeldet und zugelassen war. Also es war eigentlich nur ein Abschneiden, 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 schon armselig. Das ist auf jeden Fall ein Sinnbild von dem, was gerade passiert. Ja. Und noch eine Sache möchte ich ergänzen vielleicht, bevor wir durch sind, das Thema Hoffnung, hattest du ja angefragt. Ich habe natürlich auch Hoffnung und ich weiß aus meiner medizinischen Vergangenheit, dass wir mit Hoffnung auch was bewirken. Also wenn wir Hoffnung haben innerlich und wenn wir an ein gutes Ergebnis glauben, dann machen wir das gute Ergebnis auch wahrscheinlicher. Und das ist nicht jetzt nur so Rhetorik von mir, sondern da gibt es saubere und super gute Studien dazu. Wenn ich einem Schüler sage, du bist gut, du schaffst das, dann schreibt er bessere Noten, als wenn ich ihm sage, ach, jetzt kommst du schon wieder, also wahrscheinlich kriegst du wieder eine 6. Ja? Ganz einfache Dinge, da gibt es ganz viele Untersuchungen dazu inzwischen. Die Hoffnung und die positive Erwartung macht das positive Ergebnis wahrscheinlicher. Und darauf möchte ich bauen und das möchte ich auch meinen Zuschauern mitgeben. Das kann nämlich jeder machen. Ja, absolut. Und gerade
ja, mit Interviews wie diesen und zu sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die kritisch sind. Ja? Ja. Und dass es überhaupt nicht schlecht, kritisch zu sein, sondern es ist absolut gesund. Ja, ja, ja. Schön. Also genau, ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass wir definitiv in eine positive Richtung gehen können. Ja. Ja, und dass wir auch eine Kraft haben, dass wir, ganz genau, dass wir auf gar keinen Fall die Macht abgeben dürfen. Ja? Das ist entscheidend. Absolut. Genau. Mhm. Gut, prima. Dann sind wir am Ende dieses Interviews angelangt und ja, wir hoffen, Sie konnten was daraus mitnehmen oder ihr konntet was daraus mitnehmen und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ja, Alisa, vielen Dank. Gerne, gerne. Und in die Kamera sage ich, bleibet gesund. Dankeschön. Danke, Andreas Diemer.